Willkommen, liebe GTA 5-Freunde, zu einem neuen GTA Online-Update-Video. Heute gibt es einiges an Neuigkeiten, die Rockstar bekannt gegeben hat, nämlich die ganzen DLCs und Zusatzinhalte, die für die nächsten Monate eben geplant sind und in diesem Zeitraum erscheinen werden, sind nun bekannt. Als erstes kommt bereits in der nächsten Woche der Capture Creator. Nachdem ja bereits, ich glaube es war im November, der Content Creator erschienen ist, mit dem man dann eben Rennen und Deathmatches selber erstellen konnte, folgt dann jetzt eben in der nächsten Woche gleich der Capture Creator. Das ist also das erste DLC, das in den nächsten Monaten, in den Frühlingsmonaten für GTA Online erscheinen wird. Als zweites haben wir dann das High Life DLC. Das ist so eine Art, ja, Business DLC, kann man nochmal sagen, denn es geht auch hier wieder darum, so um das High Society Leben von Los Santos. Hier kommen nicht nur neue Kleidung, eine neue Waffe, nämlich die Bullpup, und ich glaube drei neue Fahrzeuge hinzu. Nein, es gibt auch nun die Möglichkeit, neue Apartments zu erwerben, neue Luxus-Apartments, und zudem können Spieler nun auch mehrere Apartments und Immobilien gleichzeitig besitzen. Das war ja vorher auch noch nicht möglich. Außerdem gibt es natürlich wieder einige neue Jobs, die euch immer mit neuen Aufträgen in Los Santos versorgen. Nun kommen wir aber zur größten Ankündigung, nämlich die von den Fans schon lange erwarteten Banküberfälle. Die werden nun auch in den nächsten Monaten Realität. Dann können wir endlich mit unserer Crew eine Bank überfallen und ordentlich Cash machen. Genauere Infos, welche Missionen das sind und wie das genau ablaufen wird, gibt es so nicht. Es wird nur gesagt, dass es noch in den kommenden, ich sag mal, ein bis zwei Monaten dann soweit sein soll. Wie schon gesagt, habe ich ja noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es eben. In der Beschreibung des Videos findet ihr die Quelle, wo ihr euch das nochmal alles im Detail durchlesen könnt. Außerdem wurde nun bekannt, dass weitere DLCs folgen sollen, die hauptsächlich zu besonderen Feiertagen erscheinen. Also so ungefähr wie das Weihnachts-DLC oder das Valentinstags-DLC. Welche das genau sein werden, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Und jetzt kommt noch für mich eine recht interessante Meldung, weil ich den Story-Modus immer sehr cool fand. Es gibt auch bald ein Add-on für den Story-Modus. Wann dieses erscheinen wird, ist auch noch unklar, aber es soll alles noch 2014 geschehen. Das heißt, wir werden auch wieder vielleicht auch in neue Gebiete, nicht nur nach Los Santos, vielleicht auch eben nach North Yankton zurückkehren in den Singleplayer-Modus und dort neue Story-Missionen erleben. Vielleicht auch mit neuen Charakteren, aber das steht alles noch in den Sternen. Ich hoffe, dieser kurze Informationshappen hat euch gut gefallen. Schreibt mir doch bitte eure Meinungen zu den verschiedenen neuen Features, die bald bei GTA Online integriert werden, in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr gerne weiterhin auf meinem Kanal rumstöbern, wenn ihr neu seid, denn da gibt es allerlei GTA 5 und Online-Zeug. Ansonsten habe ich jetzt noch zwei Videos für euch verlinkt. Wenn ihr weiterschauen wollt, klickt einfach auf eines der beiden. Jetzt bin ich aber raus. Bis zum nächsten Mal, euer Sion Show. Bye bye. Tschüss.